Wohin mit der leeren Plastikflasche, wenn das Wasser alle ist? Nein, nicht ins Meer. Mach doch Vanille draus. Wie bitte, was? Denkt ihr euch jetzt vielleicht? Wie kann man aus Plastikflaschen Vanille machen? Die Antwort, die kommt hier. Hallo und willkommen im Molekularen Garten, wo wir uns normalerweise anschauen, wie Pflanzen eigentlich so ticken. Heute geht es nicht um Pflanzen, aber um einen Stoff, der ursprünglich mal aus Pflanzen kam, nämlich Vanillin. Im Molekularen Adventskalender, da gab es eine Folge über das Vanillin und darüber, dass man es nicht nur aus den Vanilleschoten extrahieren kann, sondern auch aus Erdöl herstellen kann. Jetzt gibt es Neues vom Vanillin. Man kann es nämlich jetzt auch aus Plastikflaschen herstellen. Wie bitte? Das muss ich mir mal genauer anschauen. Plastikflaschen bestehen aus Polyethylentereftalat, kurz PET. Das ist ein Polymer, also besteht aus langen Ketten von Monomeren und schaut so hier aus. Der Kunststoff ist lebensmittelecht und haltbar und ist darum auch richtig praktisch. Die Haltbarkeit kann aber auch ein Problem sein, weil das PET nicht so leicht abbaubar ist wie zum Beispiel eine Bananenschale. Plastikflaschen, die können recycelt werden und zum Beispiel zu neuen Plastikflaschen werden oder zu Kunstfasern in zum Beispiel Kleidung oder Teppichen. Vor ein paar Jahren, da gab es dann ein cooles Paper, wo Forscher eine Bakterie gefunden haben, die PET abbauen kann. Gefunden wurde diese Bakterie in der Nähe von einer PET-Recycling-Station, also in einer Umgebung, die mit PET belastet ist. Die Bakterie klebt sich an die Oberfläche von PET-Materialien, zum Beispiel einer Flasche, und sondert das Enzym PETase aus, welches die PET-Polymere in handliche kleine Einheiten mit dem Namen MHET zerschneidet. Diese kleineren Einheiten werden dann von den Bakterien aufgenommen und dort von einem weiteren Enzym, der MHET-Hydrolase, in Ethylenglykol und Tereftalinsäure aufgespalten. Diese Stoffe nutzt die Bakterie dann als Nahrung. So, da gibt es also schon mal einen biologischen Prozess, der PET in seine Ausgangsbestandteile umwandeln kann. Mittlerweile sind auch noch weitere Enzyme von anderen Bakterien bekannt, die PET abbauen können. Jetzt können wir also das PET spalten und haben dann die Tereftalinsäure. Aber wie kommen wir von da weiter zum Vanillin? Mit noch mehr Enzymen. In einer anderen Studie haben Forscher verschiedene Enzyme zusammengesammelt, von denen sie wussten, dass sie die gewünschten Eigenschaften haben. Die Gene für diese Enzyme haben sie dann in das Bakterium E. coli eingebracht. Dann haben sie diese E. coli wachsen lassen und mit Tereftalinsäure gefüttert. E. coli hatte jetzt alle die notwendigen Enzyme, um aus der Tereftalinsäure Vanillin zu machen. Um zu zeigen, dass dieser Prozess auch direkt mit PET funktioniert, haben die Forscher eine Plastikflasche genommen, die kleingeschnitten, zermörsert und erhitzt und dann mit dem Enzym LCC behandelt. Das Enzym LCC wandelt PET direkt in Tereftalinsäure um. Dann haben die Forscher die Bakterienlösung zugegeben und die Bakterien haben das Vanillin produziert. Der Titel vom Paper lautet Microbial Synthesis of Vanillin from Waste Polyethylene Tereftalat. Also mikrobielle Synthese von Vanillin aus Abfall-PET. Und ja, es wurden hier Bakterien benutzt, um Tereftalinsäure in Vanillin umzuwandeln. Und auch das Enzym LCC stammt von einer Mikrobe. Aber der veränderte E. coli-Stamm, der hier benutzt wurde, der kann alleine nicht das PET in Vanillin umändern, sondern braucht noch die Hilfe von dem LCC, was die Forscher in diesem Versuch extra mit einer Pipette dazugegeben hatten. Allerdings könnte es technisch möglich sein, dass die Bakterie auch den ersten Schritt macht. Frage ist bloß, ob das sich auch lohnt, wenn man sich den Umsatz anschaut. Denn Enzyme brauchen optimale Bedingungen und die sind für LCC bei 72 Grad Celsius und einem pH-Wert von 10. Das sind nicht Bedingungen, wo E. coli wächst. Um also eine Bakterie zu machen, die wirklich das PET zum Vanillin umwandeln kann, müsste man also erstmal ein paar von diesen Enzymen optimieren, sodass sie alle unter den gleichen Bedingungen arbeiten können. Oder aber man macht es wie die Forscher in mehreren Schritten mit jeweils den optimalen Bedingungen. Das hier ist ja auch erstmal ein Anfang. Wer weiß, ob es da in Zukunft nicht doch auch Superbakterien geben wird, die den ganzen Prozess alleine machen können. Das war jetzt ein Video ohne Pflanzen, die ja eher mein Spezialgebiet sind. Aber da ich schon mal ein Video über Vanillin gemacht hatte, haben mir einige von euch vorgeschlagen, dass ich mir diese Studie doch mal anschauen könnte.
Und wenn es um coole neue Studien aus der Biotech-Welt geht, dann mache ich auch gerne mal eine Ausnahme. Und wie gesagt, Vanillin kommt ja ursprünglich auch aus einer Pflanze. Wenn ihr auch mal einen Vorschlag für ein Thema habt oder eine Frage, von der ihr denkt, dass ich euch weiterhelfen könnte, dann schreibt sie doch gerne unten in die Kommentare. Dann kommt sie auf meine Liste und vielleicht mache ich auch bald ein Video drüber. Das Video vom Vanillin, das gibt es übrigens in der Playlist vom chemischen Adventskalender. Da gibt es 24 Folgen rund um Pflanzenstoffe. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann schaut da doch mal rein, auch wenn es noch etwas Zeit ist bis Weihnachten. Und das war's auch schon für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.